So, hallo. Wir machen weiter. Bei Jam 2, das letzte Mal, haben wir Unglaubliches getan und endlich diesen gelben Switch abgeschlossen. Oh mein Gott. Was jetzt dazu führt, dass wir dieses Level hier spielen müssen. Mario benutzt die Toilette, um aus dem Gefängnis zu kommen. Sehr gut. Mache ich auch immer. Das ist das Gefängnis. Das ist die Toilette. Okay. Wow. Das ist wirklich wieder wunderschönes Design. Holy moly. Oh je. Okay. Es ist eines dieser Level. Ich habe noch gar nicht geguckt, von wem das Level ist. Ich spüle mich nochmal komplett runter. Und dann gucken wir, von wem das Level ist. Welche Taste war das? Die da. Mr. So ein Typ. Und Mr. So ein Typ ist in Wahrheit vielleicht ein Name, den ich auch aussprechen sollte. Mr. So ein Typ ist in Wahrheit Rocky. Alles klar, Rocky. Was ein Nickname. Ich glaube, den hatten wir noch nicht, ne? Also sein Nickname passt zu seinem Level-Design auf jeden Fall. So, nein, das Level-Design haben wir ja noch gar nicht gesehen, ne? Das ist ja dann... Das ist ja erstmal, vielleicht ist es ja sogar ganz... Nee, hi. Na, es gibt direkt wieder den Pilz, das gibt schon mal einen Bonuspunkt im Level-Design. Da ist noch ein Pilz. Das ist... Gibt den nächsten Bonuspunkt im Level-Design und dann gibt es wieder hier Abzüge im Level-Design. Okay. I see. Ich sehe, wo wir herkommen. Hätte ich... Da, ich muss da in die... Jo, ich muss da in die Lücke rein, oder? Oder ist das nur ein Bonus, die Lücke? Ich komme gar nicht mehr hoch. Okay, dann hat sich's erledigt. Dann ist das ein Bonus, den wir nicht benötigen. Ah, Midway Point. Ah, okay. Ist das Gefängnis? Okay. Sind wir jetzt also schon aus dem Gefängnis draußen hier? Was ist mit dir falsch, Chuck? Zeigst du mir deinen Kopf? Nein, du bleibst einfach eine Röhre. Alles klar, Chuck. Alles klar. Guck mal, noch einer. Mein Gott. Da hat jemand so überhaupt... Ach, Habe ich gar nicht realisiert. Ich habe jetzt den echt wie eine Röhre. Das sah jetzt echt wie eine Röhre für mich aus. Das war ja faszinierend. Ach, wir starten hier in dieser Lücke. Dann kriege ich hier noch einen Pilz oder was? Ah, nice. Das heißt, ich hätte da gar keinen Bonus bekommen. Außer den Pilz. Was? Ah! Ich krieg gerade einen neuen Kommentar zu dem aktuellen Jump-Part. Da sehe ich sogar, in welchem Part wir gerade sind. Wir sind in dauernd drücken. Das war der Part. Okay, dann haben wir ja sogar noch. Dann sind wir ja noch nicht mal im gelben Switch angekommen in den YouTube-Parts. Alles klar, dann muss ich mich nicht hetzen. Sehr gut. Sehr gut. Ah, jetzt sehe ich es auch, dass das tatsächlich... Aber das war jetzt echt gut gemacht. Das habe ich nicht... Man hat so viel auf die geachtet, aber das hat man nicht gesehen. Das war wirklich gut, dass man da abgesprungen ist. Jetzt versuche ich mehr drauf zu achten. Das ist für... Wow. Das war ein Level. Okay. Aber gut, ein Exit mehr. Warum nicht? Nehme ich. So ist nicht. Gibt genug Level, wo ich wieder rumschimpfen werde. Dann sollte ich froh sein, dass es auch solche hier gibt. Jetzt geht Mario einkaufen. Und zwar Buffer 3 und Voll schicken ihn einkaufen. Die hat man schon mal. Da gucke ich jetzt nicht nochmal nach, wer das war. Das wissen wir. Mario braucht Okay, man kriegt irgendwie gratis Kram.
Gehen wir einkaufen. Yay! Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ich verstehe. Das sind die Verkäufer und die Verkäufer schmeißen mit Dingen um sich. Meistens allerdings stachelige Dinge. Der erste war nett, der hat mir einen Pilz zugeworfen. Der schmeißt Goombas, der schmeißt auch Goombas. Der schmeißt jetzt den da. Der schmeißt Super Koopas, der schmeißt Der schmeißt Schiff. Alter! Er schmeißt Fische. Das war, was ich sah. Wollte. Und die Musik ist cool. Also, die Idee ist wirklich lustig, das so als Verkäufer zu tarnen. Dieses Gimmick. Das hat was. Das hat wirklich was. Das ist ein nettes Level. Das gefällt mir bisher. Aua. Der schmeißt eine Feuerschlange. Hatten wir einen mit Waypoint? Oh, nee. Dann mache ich mir meinen eigenen mit Waypoint. So, hier. Okay, jetzt müssen wir hier aushalten, bis der da runtergewatschelt ist. Na, das war jetzt ja nicht so schlimm. Habe ich nur beim ersten Mal nicht gecheckt. Hör auf, Fische zu schmeißen. Was ist das denn? Ach, Gottes Willen, nee, will ich nicht. Lass das weg. Nee, wir wollen die nicht. Oh Gott, noch einer. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da! So, mach wieder meinen eigenen mit Waypoint, wenn hier keiner gesetzt wird. Kill as many fish as possible in the next room after grabbing a star and rack up those points. Okay. Let's go. Krieg nicht mal ein Leben hin. Doch, jetzt. Es ist gar nicht so einfach, aber es ist ein cooles Minigame, by the way. Ne? Es ist ein cooles Minigame. Warum hat Nintendo sowas nie gemacht? Ach so. Wait, der schmeißt mir Midway. Okay, also hier wäre eigentlich der offizielle Midway Point gewesen. Na gut. Aua. Ah. Gut, dann wenn wir hier den Midway Point offiziell hatten, dann können wir jetzt auch nochmal so ins Level neu reingehen. Aber es bringt natürlich viel, hier Leben zu farmen. Habt ihr gesehen, ich bin von 71 jetzt auf 71 gedroppt. Also, ne, passiert einfach nichts. Ah, der ist cool, den töte ich nicht. Oh, der tötet sich sehr. Die töten sich gegenseitig. Ah, ja, wow. Noch mehr Pilze. Ja, wir schmeißen jetzt mit Sägen. Ist in Ordnung. Der nächste schmeißt noch einen Boss oder so. Oh, kann man. Wenn, die können ja alles Mögliche schmeißen, ne? Scheinbar. Also, die können ja irgendwie jeden Sprite schmeißen, den es halt gibt. Mist. Den es halt gibt. Können die auch vielleicht. Also. So Dinger. Oh, ich kann die kaputt machen. Das habe ich gar nicht realisiert. Das ist ja gut. Lel. Aber können die dann auch Reznor schmeißen? Ist das ein Sprite, den man denen ins Gesicht drücken könnte? Dass die den schmeißen? Das würde, glaube ich, lustig aussehen. Fänd ich lustig. Vielleicht kommt noch einer und schmeißt gleich Reznor nach mir. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass wer auch immer das gebaut hat, wir wissen, wer es gebaut hat, aber dass die dann auch alle möglichen Sprites ausprobiert haben, um das halt auf die Spitze zu treiben. Na, hier mit den Sägen zum Beispiel, das ist ja auch schon wieder. Und mit dem Midway Point, der Midway Point war bisher. Der Midway Point war bisher auf jeden Fall das Beste. Was, ah nein, der macht es direkt wieder kaputt. Der Midway Point war auf jeden Fall bisher das Beste, was sie geschmissen haben. Das muss man schon neidlos anerkennen. Großartige Idee. So, was schmeißt du? Eine normale Disco Shell, alles klar. Have fun. Tschüss.
bin gespannt, was sie noch alles schmeißt. Vielleicht kann der einen auch das Ziel schmeißen oder so. Das wäre natürlich auch witzig. Oder einen Goal Orb oder sowas. Das wäre auch witzig. Oder man schmeißt... Das ist auch gut. Das ist auch gut. Man schmeißt einfach... Die Schmeißer selbst. Oh, das ist auch gut. Okay. 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 Dem will ich jetzt eigentlich fast mal ein bisschen zugucken. Wie weit, wann ist voll? Ach so, ja gut, die fallen runter, dadurch gehen die Sprites wieder verloren. Man müsste irgendwie dafür sorgen, dass die hier vorne bleiben. Und dann auch immer nur hier vorne hinschmeißen. Das ist schon gut. Das ist schon gut gewesen. Okay. Er kann halt Bum Bum schmeißen. Dann kann er safe auch Reznor schmeißen. Wait, der schmeißt jetzt ja immer mehr Bum Bum. Moment. Moment, das habe ich nicht... Moment, das habe ich nicht bestellt. Wait. Das ist nicht... Wait, wie soll ich denn... Ach so. Okay, aber der erste droppt dann direkt einen Goal Orb. Wow. Also jeder von denen würde wahrscheinlich einen Goal Orb droppen. Okay, das war cool. Das war ein cooles Level. Das hat mir gefallen. Mario wird Veganer. Okay. Ich bin mit allem einverstanden, solange Mario nicht Attila Hildmann wird, ist das völlig okay. Und dass der Typ jetzt halt immer mit Vegan in Verbindung gebracht wird, weil er halt auch als Koch für veganes Zeug geworben hat, ist halt echt. Ach, liebe Medien. Könnt ihr nicht differenzieren. So, wir sind jetzt vegan und... Ach so! Und als Veganer wollen wir natürlich nicht mehr Tieren wehtun. Entsprechend dürfen wir sie auch nicht töten. Verstanden. Dass sie allerdings runterfallen, wenn wir sie treffen und dann auf Stacheln draufknallen und sowas. Ja, das ist dann halt so, ne? Könnten wir eigentlich? Oh, man kann scrollen. Das heißt, ich könnte sie sogar durch runterscrollen töten. Es gibt ja den Glitch, wenn die genau am Rand sind, wenn man dann scrollt. Na komm, einmal kriege ich es hin. Einmal will ich es demonstrieren. Schon ewig her, aber ich krieg das hin. Ah. Oder es wurde rausgepatcht, das weiß ich natürlich immer nicht. Ja, nice. Dann, wenn ich denke, ich lasse es, funktioniert es. Das heißt, so könnte ich die tatsächlich killen. Aber die fallen jetzt halt runter auf Stacheln und so. So, das interessiert den Veganer dann wieder gar nicht. Typisch. Nein. Ich bin gemein. Wait, ich habe den nicht getötet so. Hä? Wieso darf ich auf den nicht springen, aber auf die anderen schon? Moment. Der runterfällt, darf tatsächlich nicht sterben. Der fällt runter und stirbt in dem Moment. Oh. Na, jetzt haben sie da dieses Netz hier unten. Auf die Stacheln dürfen sie also drauf fallen. Aber es wurde tatsächlich dran gedacht, dass die runterfallen, sterben würden. Das, worüber ich mich gerade lustig gemacht habe, wurde bedacht. Oha. 500. Den darf ich ja auch nicht töten. 500 IQ-Move. Ne, der mittlere fällt nämlich dann ganz runter. Das ist ja... Da bin ich ja schon wieder begeistert, ne? Woran hier alles gedacht wurde. So, jetzt muss ich... Ja, wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Ohne den Fisch zu killen. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich darf hier gar nicht rein. Ups. Ich
Ich darf da gar nicht rein. Das ist einfach nur Deko. Ich habe die Deko benutzt, ohne es zu wollen. Okay. Ich muss da oben drauf. Aua. Ah, ich weiß was. Ich bin ja dumm. Ich muss den erst ein bisschen laufen lassen und dann kann ich da so durchspringen. Das ist besser. Na, jetzt kann ich hier so nämlich direkt den Sprung wagen. Und jetzt kann ich einfach über den Fisch drüber. Okay. Die, wenn jetzt fällt, gilt es auch als ein Sprite, was stirbt, ne? Okay. Ja, aber was muss ich denn da jetzt tun? Ich muss die mitnehmen, und zwar so, dass sie nicht stirbt. Verstanden. Ah. Jetzt muss ich sie schießen. Und dann wahrscheinlich aufhalten. Ja. Einmal muss die mir den Weg aufmachen. Ach, ich Dummnuss. Ich kann ja durch diese Sprite-Blöcke da gar nicht durch. Ich muss ja durch das Netz und die muss da. Ja. Das war natürlich dumm. Okay, verstanden. Hops und zack. Schade. Nein. Nein. Nice. So, brauche ich die noch? Das sieht mega weird aus. Okay, jetzt ist es mit der Shell natürlich ein bisschen suboptimal und dem Koopa, ne? Aber wir wagen mal den Versuch, sie weiter mitzunehmen. Vielleicht können wir relativ schnell da durch. Aber die jetzt weiterhin in der Hand zu haben, ich weiß halt nicht, ob ich die noch brauche. So, ich würde die jetzt mal mitnehmen wollen. Den werde ich auf jeden Fall so einfach nicht los. Aber jetzt bin ich höher, das heißt, der kommt eh nicht mehr an mich ran. Aber das wirkt schon so, als ob ich die Shell noch mitnehmen müsste. Okay. Hä? Ach, das ist ja auch ein Netz. Okay, sie darf runterfallen. Ich brauch sie nicht mehr. Okay. Yo, wieso? Wieso zählen Bullet Bills zu etwas... Na, vegan technisch ist ein bisschen komisch. Ah, ja, ich verstehe den Gedanken, man darf halt keine Sprites töten. Das heißt, ich darf auch keine Sprites einsammeln, ne? Ah, das darf ich doch wieder. Okay. Na, Blume ist ja auch. Darf man essen. Irgendwas müssen Veganer ja auch noch essen. Darf ich die zu Münzen verarbeiten? Nein. Schade. Ah, das sind jetzt Eisblöcke. Verstanden. Mist. Also die Musik ist ein bisschen crazy. Musik ist ein bisschen arg crazy. Für meine Begriffe. Okay, nicht zu viel schießen. Hört! Sagte er und schießt nochmal. So, so ist gut. Jetzt lassen wir den einmal hier durchlaufen. Dann rutschen wir hier einfach durch und machen hier den hier. Perfekt. Verstanden. Das war schlecht. Muss ich den anderen halt noch treffen? Nice. Jetzt einfach durch. Das war rutschig. Eigentlich, wenn ihr eigentlich ist nicht rutschig. Oh, hi.
Eigentlich ist es gar nicht. Nee, es ist nicht rutschig. Warum bin ich so weit gelaufen gerade? Das war komisch. Ah, verstanden. Nice. Die Musik ist schon. Nein! Oh, das darf nicht passieren. Wie mache ich das denn jetzt? Ach, ich kann ja stoppen. Ja, dumm. Kann ich die irgendwie runterzünden? Sehr gut. Ja, das passt doch. Jetzt kann die hier runter und wir machen nichts weiter mit der. Easy. So, da rutsche ich gleich wieder einfach durch. Hui! Das war ein bisschen zu weit gehuit. Aber coole Level-Ideen in dem Part wieder. Ne? Also das gefällt mir ja auch gut. Ein schönes Level. Es sieht auch richtig crazy aus mit dem Hintergrund so jetzt. Ne? Das wirkt ganz interessant. So, jetzt hat man den Abschnitt mit der Blume. Jetzt kommt noch ein Abschnitt mit einer Feder. Ist das hier tot? Okay. Muss ich hier fliegen? Oder was muss ich da tun? Ja, muss ich fliegen. Okay. Auf den darf ich drauf. Auf den anderen nicht. Hier, den darf ich jetzt nicht kaputt machen. Darf nur brav ausweichen. Ah, ist ja easy. Nice. So, jetzt muss ich hier aufdrehen. Ohne die anderen kaputt zu drehen. Na! Ah, ich kann es auch so machen. Und dann durchrutschen. Das ist besser. So, ich denke mal, von denen darf ich keinen einzigen treffen. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Weil die dann ins Netz da unten fallen. Genau. Ja. Okay. Ich hoffe auch mal, wir brauchen nicht die. Die Dingens. Viecher hier. Wie heißt jetzt wieder? Yoshi Coins. Mein Gott. Wenn Wörter fehlen. Okay, ich muss hier drüben. Oha. Das wird interessant. Wait, jetzt habe ich aber die Shell nicht dabei. Oh, ich darf nicht aufstampfen. Dann mache ich alles kaputt. Ja, das ergibt Sinn. Ich glaube, die Shell jetzt mit. Yes. Hey, wo ist sie denn? Gerade war sie noch da. Smash. Wie smash? Hey, ich habe doch gesmashed und das durfte ich nicht. Willst du mich veralbern? Warum steht da Smash, wenn ich gar nicht smashen darf? Ey, die checkt gerade nichts. Wo muss die Shell hin? Also die muss da durch und dann? Ach, da ist noch ein Off. Ah, hier unten muss ich smashen. Ja, okay. Das war ein bisschen irreführend. Ja, verstanden. Ich höre ja schon auf zu meckern. Ah, also muss ich mit A hochfliegen. Okay, kriegen wir hin. Hui!
Ah, zum Glück hat es den nicht aus dem Leben gezündet. Das heißt, den einen kann ich theoretisch sogar killen. Das darf halt nicht passieren. Okay, wir können ja auch warten. Warum bin ich denn so hektisch? Wir haben ja alle Zeit der Welt. Okay, jetzt wechseln wir auf. Ja gut, das ist klar. Oh. Okay, das war nice. Nicer Abschnitt. Okay, hier ausweichen. Easy. Jetzt fliegen wir nochmal richtig los. Okay. Also die Yoshi-Coins werden halt leider machbar. Ich hoffe, man braucht sie nicht. In dem Level werden sie leider echt... Ah, die darf ich jetzt wieder killen. Ich wollte schon sagen, hä? Ich komme da nicht durch, ohne die zu killen. Aber da war es wieder erlaubt. Sehr interessant. Sehr interessant. Mario hatte also dann genug Vegas. Es gibt einen Secret Exit. Die Yoshi Coins. Fragezeichen. Oh no. Oh wait, von wem ist das? Dedicated 7 Simplex hatten wir auch schon mal. Aber den kann ich nochmal nachgucken. So oft hat man ja auch nicht. Sync X war das. Aber was ist, wo es. Also viele Optionen habe ich nicht, wo ein Secret Exit sein kann. Ich kann mir nur vorstellen, die Yoshi Coins einsammeln zu müssen. Dann gehen wir jetzt halt nochmal ganz schnell durch das Level durch und sammeln die Yoshi Coins ein. Und dann gucken wir mal, ob sich irgendwas ändert. Ah, oh, so ein Käse. Aber die waren halt leider wirklich machbar. Das muss man halt dazu sagen. Die Yoshi Coins waren leider alle im Bereich des Machbaren. Wenn wir ehrlich sind. Ja, jetzt geht's ja auch schnell. Wir kennen jetzt ja alles. Die haben wir festgestellt, müssen wir nicht mitnehmen. Ist hier eigentlich hier oben irgendwas? War die nächste Yoshi Coin? Ich weiß es schon nicht mehr. Wait, da unten ist was. Shell. Ich nehme die Shell mit. Es sind doch nicht die Yoshi Coins. Da unten ist was, wo ich reinkomme, wenn ich die Blöcke wegkriege. Und die Blöcke kriege ich weg mit einer Shell oder wenn ich groß bin. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier einen Pilz bekommen konnte. Deswegen. Ja, brauche ich hier die Shell. Haha! Secret Exit gefunden. Zumindest der Weg dorthin. Oh, ich krieg einen Pilz. Das ist aber hier gar nicht mal so cool. Weil ich dadurch ja größer werde. Und dann meine Hitbox vergrößere. Aber wahrscheinlich brauche ich den Pilz am Ende sogar. Okay, das ist jetzt der absolute Fleischgang hier. Nein. Okay. Hier bin ich sicher vor dem Shark. Oh nein! Das Fleisch will mich. Oh, jetzt krieg ich auch Hunger. Vielleicht kannst du mal ein schönes Hähnchenschnitzel reinzünden. Oder so. No. Ah, da muss ich durchlaufen. Verstanden. Oha, jetzt wird's aber kritisch. Der ist sehr ungünstig platziert, der Kollege hier. Ah, ich komme auch so rum. Okay, gut. Dann nutzen wir das doch aus. Wie habe ich das gerade gemacht? Okay, ist in Ordnung. Lassen wir
Nehmen wir den Hill einfach hin. Ich glaube, es ist eher angenehmer, hier klein durchzugehen. Gott, ich hasse diese Dinger. Ja, genau deswegen. Ich kann die nicht einschätzen, ne? Oh my goodness. Machen wir so. Habe ich Ruhe. Der bewegt sich ellipsen. Die bewegen sich alle so ellipsenförmig. Hilfe! Oh, da ist der Schlüssel. Aua. Aua. Easy. Also, alles andere ist easy, aber... Gut. Zum Glück müssen wir die Yoshi-Coins nicht sammeln. Ah, ich bin froh. Mario besucht jetzt entweder den Airport oder macht einen Teleport. Ich würde sagen, Mario beendet jetzt erstmal den Part, bedankt sich fürs Zuschauen und sagt Tschüss.